spielen jetzt ohne Bett. Ich meine, hallo, wer braucht schon ein Bett, um glücklich zu werden? Ohne Witz, ich kann auch auf dem Boden schlafen. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars auf dem Bergwerk Lab Server. Es ist jetzt wieder eine offene Beta. Ich weiß nicht ehrlich gesagt, wie lange die geht und deswegen, da habe ich mich jetzt überhaupt nicht informiert oder so. Ich weiß auch gar nicht, wann das Video hier online kommt, weil ich das wahrscheinlich vorproduzieren werde. Einfach aus dem Grund, da ich sonst keinerlei Zeit habe mehr. Und das ist halt ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, doof. Ich werde mich jetzt versuchen, so schnell wie möglich in die Mitte zu bauen, weil ich möchte erst am Gold sein. Ich habe Angst, dass der Typ jetzt zum Teleporter nach hinten geht, aber ich glaube nicht, dass er das macht. Und wenn, dann soll er das halt machen, ne? Och Mist, ich wäre jetzt fast in der Mitte gewesen, aber egal, da ich ja sowieso noch ein bisschen Ausrüstung brauche, passt mir das eigentlich ganz gut. Somit kann ich mir auch jetzt ein Schwert leisten und Co. Ihr solltet gesehen haben, dass ich, wie gesagt, jetzt eine Softbox habe. Und ich hoffe, man erkennt den Unterschied deutlich, weil ich nehme es gerade mitten in der Nacht auf. Und sonst, ja, ihr kanntet ja meine Nachtaufnahmen, wie toll die aussahen ohne Softbox. Also so richtig toll. Also ich musste fast weinen, so toll waren die. Und ich glaube, ich bin der Erste in der Mitte. Ich weiß auch gar nicht, was für eine Taktik unser Gegner hat. Ui, schnell rüber. Okay, jetzt stell hier das Gold absnacken. So. Okay, er baut sich auch rüber und er hat sein Bett eingebaut. Das zeugt schon mal von, ich glaube, dass er ein erfahrener Bedrock-Spieler ist. Also jetzt ernst gemeint, nicht irgendwie ironisch oder so. Ich glaube schon, dass er ein guter Spieler ist, deswegen habe ich gerade ein bisschen Angst auch. So, zack, ein Bow, dann hier ein paar Pfeilchen. Ihr könnt mir erst mal sagen, wie ihr das System so findet, mit dem, ja, dass man jetzt eben die Pfeile so kaufen muss und eben keine unbegrenzten Pfeile mehr hat mit einem Gold. Also ich finde es gut, weil somit kann man so ein bisschen, was heißt taktischer spielen, der Bowspam wird halt vorgebeugt dadurch und das finde ich gut, weil ich glaube, das hatte bisher noch kein einziger Server oder wenn ja doch, verbessert mich bitte, dass es halt wirklich so ein System gab, das eben diesen Bowspam verhindert, beziehungsweise Spam kann man ja noch immer, aber halt so ein bisschen eindämmert. Kommt drauf an, wie schnell die Runde jetzt geht, mache ich dann auch noch eine oder noch zwei oder noch drei oder noch 400 andere. Du, das weiß ich jetzt noch nicht. Komm her. Komm her, mein Liebling. Komm zu mir. Ich weiß ja auch nicht, ob ich die Runde jetzt gewinne. Also von dem her, keine Ahnung, frag mich nicht. Nein. Ja, und er fliegt nicht. Er fliegt nicht. Mann, ich dachte, er fliegt. Wieso fliegt er denn nicht? Ja gut, hat er auch keinen Knockback-Stick. Das war natürlich sehr, sehr schlau wieder von mir. Kommt jetzt natürlich zu mir. Deswegen kaufe ich mir jetzt hier so einen Knockback-Stick. Okay. Mein Bogen. Wieso greife ich ihn nicht mit dem Bogen an, Leute? Ich hatte einen Bogen. Natürlich wieder Thomas Genius. Thomas ist wieder der Schlauste heute. So, dann ein Schwert. Eine Brustplatte. Und ein bisschen was zu eaten hier. Und dann könnte ich mir noch ein paar Blöcke holen. So, perfekt. Also wie ihr seht, man ist wirklich super schnell wieder ausgerüstet. Das dauert ein paar Sekunden und man kann einfach schon wieder losstarten. Finde ich, das finde ich eben so mega an diesem System, weil es macht einfach mehr Spaß, Bed Wars zu spielen, wenn man weiß, okay, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn man drunter gefallen ist, weil man kann sich ja sowieso wieder ausrüsten. Und das nicht gerade langsam. Das Problem ist, der Typ hat halt jetzt einen Bogen, ne? Ich kann natürlich jetzt auch versuchen, mit einem Teleporter zu ihm zu kommen. Oder mir ebenfalls einen Bogen craften. Wenn er jetzt kommt, werde ich ihn versuchen zu snacken. Ja, den müssten wir haben. Na, ja! Okay, das war mega knapp. Wir haben jetzt aber 4 Punkte. Das heißt, wir werden jetzt erstmal nach Hause gehen. Uns erstmal irgendwie einen Heiltrank kaufen. Dann einen Bogen. Wieder die bessere Spitzhacke. Und dann gehen wir jetzt ab zu ihm.
möchte ich jetzt auch gar nicht mehr lange warten. So, also erstmal ein Heiltrank, dann ein paar Pfeile und ein Bogen und eine Spitzhacke. Nicer Dicer. So machen wir das. Und ein Heiltrank. Also ich muss sagen, er hat echt gute Hits verteilt. Aber ich meine, ich weiß nicht, ob er damit gerechnet hat, dass wir da stehen. Ich glaube jetzt nicht. Sonst hätte er, glaube ich, anders reagiert. Okay, er geht so zu mir. Das ist natürlich auch sehr schlau. Nee, ich möchte den jetzt noch holen, bevor er mein Bett holt. Oh, so ein Mist, ey. Der hat jetzt mein Bett, leider. Aber du wirst trotzdem sterben. Und wenn du tot bist, kannst du mir in deiner Base nichts mehr antun. Deswegen, YOLO, wir spielen jetzt ohne Bett. Ich meine, hallo, wer braucht schon ein Bett, um glücklich zu werden? Ohne Witz, ich kann auch auf dem Boden schlafen. Also, ich glaube, das war bisher sowieso die beste Aussage. Ich kann auf dem Boden schlafen. Hallo, Boden. So, erstmal hier hoch. Wie gesagt, einen Bogen habe ich. Das heißt, sollte er jetzt mir irgendwie zu nahe kommen, ich habe noch 13 Pfeile, dass ich ihn irgendwie so versuche zu holen. Oder sowieso von oben komme. So. Okay. Ja, aber ich meine, was will er jetzt tun? Er kann sich natürlich jetzt ausrüsten. Und was weiß ich tun, aber warum sollte er das machen? So. Du stirbst. Okay, hier so kommt er nicht mehr rein. Das heißt, ich kann mir jetzt unten schön gemütlich sein Bett holen. Und wir haben gewonnen. GG, nice. Ich würde sagen, die Runde hat jetzt 8 Minuten gedauert. Das ist eigentlich eine ganz schöne Zahl. Und ja, er schreibt lel, GG. Ja, es ist mir aufgefallen, dass in letzter Zeit ganz, ganz viele Leute einfach nur GG schreiben, weil sie meinen Namen gelesen haben. Und wenn man nicht sofort als YouTuber dann GG schreibt, dann schreiben die meistens so BG oder NAB oder so. Und dann schreibt man GG und dann so, ups, hab mich verschrieben, GG. Weißt du, das ist immer so eine kleine Dreistaktion. Auf jeden Fall würde ich sagen, guckt auf jeden Fall in die Videobeschreibung, schaut beim Server vorbei, wirklich mega klasse. Es gibt auch neue Spielmodis, die werde ich auch noch aufnehmen, und zwar Flash und ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, das Beta habe ich noch gar nicht getestet, aber ich glaube, das zeigt einfach nur, was es derzeit hier so gibt. Also Flash und Bed Wars sind derzeit die Spiele, die man antesten kann. Flash werde ich auch auf jeden Fall noch aufnehmen. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich wirklich mega supporten. Schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr wollt, und ciao!